Die Aquarelltechnik gilt landläufig als eine komplizierte Technik. Oft liegt es daran, dass der Start nicht richtig gelungen ist. Heute möchte ich Ihnen 5 verschiedene Techniken zeigen, mit denen der Start gelingen kann. Die 3 Haupttechniken dazu sind, schon an diesem Bild zu erkennen, die Lavierung im Himmel, die Trockentechnik für das Meer, die Lasur, welche wir dann aufs Trockene arbeiten, einen Rücklauf, werde ich Ihnen auch zeigen, wie die Farbe sich bewegt, und dann zeige ich Ihnen noch, wie man durch Aussparung und Ummalung Dreidimensionalität hervorbringen kann. Das Ganze geschickterweise nur mit 3 Farben. Wir haben es mit Lasurbraun, Cölinblau und Ultramarin zu tun. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der kleinen Reihe, die aus mehreren Teilen besteht. Wie Sie auf diesem Papier schon sehen konnten, machen wir das Ganze jetzt nochmal auf einem anderen Papier. Die Papiere bei der Aquarellmalerei unterscheiden sich sehr stark. Wir haben einmal gegossenes Papier, dann gibt es gepresstes. Das war jetzt zum Beispiel Canson Moulin de Roy. Das ist etwas gelblich. Und dieses hier ist ein Hahnemühle-Papier, 300 Gramm, etwas härter und etwas rauer. Sie werden Ihre Lieblingssorte herausfinden können. Machen Sie als erstes Ihre Farben nass mit einem Tupfen Wasser. Dann beginnen wir mit der gängigsten Technik der Nass-in-Nass-Lavierung. Dafür machen Sie erstmal Ihr Papier nass in kreisenden Bewegungen mit dem Pinsel oder mit dem Schwämmchen. Das Ganze geht bis zum Horizont. Mit einem Bleistift habe ich mir das Boot schon vorgemalt. Wenn Sie einen ganz einfachen Start haben wollen, dann lassen Sie das Boot einfach weg. In den nass gemachten Himmel setzen wir nun Cölinblau, so, und lassen dieses Blau nach unten verlaufen. Etwas einfacher wird das, wenn Sie das Motiv etwas kippen. Sie können es aber auch im Liegen machen. Das Ganze nochmal wiederholen und auch noch etwas Farbe tupfen, saugen, reingeben in den Himmel. Nach unten hin wird der Himmel etwas blasser und er wird auch etwas kälter vom Farbton her. Deshalb können wir jetzt mit Ultramarin den Farbton etwas abändern. Das war eine Lavierung auf nassen Grund. Jetzt kommt die Trockenpinseltechnik, das genaue Gegenteil. Dazu nehmen wir Ultramarin auf, geben das in ein Mischfach, tupfen, saugen es auf, machen Sie Ihren Pinsel voller Farbe. Und dann führen Sie ihn seitlich übers Papier. Die Farbe reißt ab. Das kann man in mehreren Lagen machen. Und nach vorne zu ist es jetzt genau umgekehrt. Hinten ist es mehr blass und bläulich, rötlich-blau. Vorne wird es mehr wieder etwas gelblicher, da kann man dann wieder Cölinblau verwenden. So, jetzt zum Vergleich das Fertige
Hier fällt schon auf, da oben hat es noch Wolken. Jetzt müssen wir unseren Trocknungsprozess vom Papier beobachten. Wenn das Papier nicht mehr stark glänzt, das muss man überprüfen, dann ist es soweit, dass wir da hinein Wasser geben können. Das Wasser verdrängt dann die Farbe und wir bekommen einen Wolkeneffekt geschenkt. Was wir schon machen können, ist abtupfen und mal die Stelle heraussaugen, wo wir das Wasser nachher in die Farbe hineingeben wollen. Hier ungefähr. Jetzt nehmen wir wieder Wasser auf, tupfen das Wasser ab und geben das Wasser mal ganz vorsichtig in die Farbe hinein. Und wir sehen, es verläuft nicht mehr gleichmäßig, sondern der Trocknungsprozess hat begonnen und das Wasser vertreibt jetzt die Farbe in der Umgebung. Es entsteht eine kleine Wolke, die wir durch Abtrocknen des Pinsels und Wegsaugen des Wassers noch etwas heller machen können, am oberen Rand. Das Ganze lässt sich jetzt natürlich in einen komplett bewölkten Himmel ausbauen und je nach Größe können wir auch noch mehr Wolken entstehen lassen. Was ich jetzt auch noch mache, ist mit trockenem Pinsel das Segel aus dem Boot heraussaugen, da das Segel eher eine weiße Farbe hat. Habe ich jetzt aus dem Boot gesagt? Aus dem Himmel natürlich. So. Da unten ist die Farbe jetzt auch schon langsam am Trocknen. Es ist noch nicht ganz trocken, wir müssen noch einen Moment warten. Auch da kann man noch mal Wasser dazugeben. Das Aquarell ist ein fließender Prozess. Erst ist alles nass und dann fängt es an zu trocknen und wenn es ganz trocken ist, dann lässt sich die Aquarellfarbe nicht mehr modellieren. Dann kann man mit der Lasur anfangen und auf diesen Moment warte ich, dass ich da unten eine Lasur aufbringen kann. Jetzt ist es nahezu trocken und ich nehme jetzt Lasurbraun auf, direkt aus dem Näpfchen, ziemlich intensiv und bemale damit meinen Bootsrumpf mit der Pinselspitze. Auch die Männer, die im Boot sitzen, da sieht man, da war es noch nicht ganz trocken. Kann man auch schon ein bisschen andeuten. Die Lasur kann man in mehreren Schichten immer wieder aufeinander bringen, bei einem guten saugenden Papier in vielen, vielen Schichten. Man muss aber jedes Mal warten, bis die erste Schicht getrocknet ist, bevor man die zweite aufbringt. So ein Boot gibt da, wo Dunkelheiten sind im Meer, so eine kleine Spiegelung. Und auch da oben, dieser Mast, wird sich so etwas im Wasser wieder spiegeln. Das ist jetzt die Lasur. Mit kleinen Lasuren bringe ich jetzt auf die Wasseroberfläche größere Wellen vorne, auch in Braun und ganz schwach getönt ein paar im Hintergrund und dazwischen, sodass die Wellen ein Hell und Dunkel kriegen. Das ist die Wasserreflexion. So. Und jetzt muss der Hintergrund ganz trocknen, dann können wir mit der Lasur der Berge im Hintergrund beginnen. Auch da kann man noch mal nacharbeiten, noch mal Wasser dazugeben, dass dieser Verdrängungseffekt noch schönere Ränder bildet.
Dann wird die Wolke erst so richtig plastisch. Auch da vielleicht nochmal ein bisschen was, eine schwache kleine Wolke im Hintergrund reinbringen. Sie sehen, bei einem Aquarell muss man immer auf den Trocknungsprozess des Untergrunds reagieren. Und der Gegensatz von hier nach da ist auch zu sehen. Also hier habe ich in mehreren Schichten eine Lasur draufgebracht. Hier ist nur eine Schicht drauf. Da könnte man jetzt, wenn das getrocknet ist, auch noch die Bootskante genauer erklären durch eine Linie. Aber da müssen wir jetzt eben noch ein bisschen warten. Jetzt ist das Motiv trocken und wir können mit der Lasur der Berge im Hintergrund beginnen. Dazu den Pinsel spitzig an das Segel ranführen und mit der Breitseite eine kleine Landschaft entstehen lassen. Ganz blass mit Lasurbraun, das sie ein kleines bisschen mit Ultramarin abtönen. So, eine ferne Hügellandschaft. Und auch da vorne können wir jetzt das Boot nochmal etwas dunkler überlasieren und die Bootskante erklären, vielleicht noch so ein bisschen die Holzplanken und dann auch noch den Personen so ein ganz kleines bisschen Differenzierungen reinmachen. Da liegt was, hier der Kopf dieser Person und der Ärmel. So, das dürfte schon reichen. Die sind ja auch sehr weit weg. Und dann geben wir dem Boot noch die Mittelachse. So, das dem Segel. Und diese Achse. Und dann kommt noch eine ganz kleine, ziemlich verdünnte Lasur, die dann das Segel im Wind noch ein bisschen besser erkennen lässt. So, damit wäre so ein kleines Motiv schon fast fertig, eventuell noch den Horizont etwas begradigen und so ein bisschen was machen, dass das ein bisschen interessanter wird. Jetzt ist etwas passiert, das ist ziemlich scharf für den Hintergrund, nicht arg verschwommen. Da geben wir dann noch ein kleines bisschen Wasser drüber und dann verschwindet dieser Strich so im Nebel des Hintergrunds. Jetzt würde ich sagen, ist dieses Motiv fertig und wir sehen uns bald wieder beim nächsten Motiv, bei denen ich Ihnen wieder andere grundlegende Dinge zur Aquarellmalerei erkläre.